Scheiße, und jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, moin Leute. Ich stehe hier vor euch und bin super aufgeregt, weil meine große Schwäche ist, dass ich solche Videodrehs gar nicht kann und immer sehr aufgeregt bin. Und das auch, wenn ich zum Beispiel reden muss im Parlament. Ansonsten bin ich sehr heimatverliebt und das ist auch mein politischer Antritt, den ich habe, mich für meine Heimatstadt Bremerhaven, aber auch für das Bundesland Bremen einzusetzen. Und eine meiner Stärken ist dabei, dass ich besonders hartnäckig sein kann und eben halt Nachfragen auch stellen kann, auch wenn der andere gegenüber das nicht so gerne hat. Insbesondere natürlich dann, wenn es um die Gleichberechtigung unserer beiden Städte hier im Land Bremen geht.